Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne würde ich persönlich mit Ihnen sprechen. Die Umstände zwingen uns jedoch, diese technische Brücke zu verwenden. Wenn ich heute zu Ihnen spreche über die Intelligenz der Hand und über Handwerk, über Restaurierung, so haben wir ein weites Feld vor uns. Wir haben uns die Frage zu stellen, was bedeutet Intelligenz der Hand? Was heißt Handwerk? Was heißt Restaurierung? Welche Gefahren, welche Gefährdungen sind unsere Baudenkmäler ausgesetzt? Dann müssen wir sprechen über ideelle Denkmalwerte, also die Theorie, und dann springen wir in die Praxis. Die Praxis ist das Detail. Erst dadurch werden die ideellen Werte mit den praktischen Werten verknüpft. Und abschließend kommen einige Beispiele aus der eigenen Praxis. Also wenn wir von Intelligenz der Hand sprechen, so wissen wir, dass gerade im Bereich der Handarbeit sehr viel von der intuitiven Fähigkeit abhängt, wie man ein Material anfasst und es bearbeitet. Dabei spielen eingelernte Handgriffe, Einfühlung in das jeweilige Material und Erfahrung eine unverzichtbare Rolle. Der Bildhauer Philipp Hart formulierte diese Zusammenhänge einmal, Zitat: Unter einem Handwerk ist eine Erfahrungskultur zu verstehen, mit welcher ein bestimmtes Material entsprechend zu bezwingen ist. Zitat Ende. Wir sehen bereits anhand dieses Zitats, dass Handwerk und Kunst eng verwandt sind, ohne dass wir den Begriff Kunsthandwerk bereits bemühen müssten. Bis zur Gotik waren Kunst und Handwerk ohnehin eins. Die Trennung von Kunst und Handwerk erfolgte in der Theorie erst in der Renaissance. In der Praxis gab es diese Trennung nicht grundlegend. Eine gewisse Aufteilung von Arbeiten ist dennoch immer wieder zu beobachten. Die ideelle und materielle Bedeutung von Handwerksarbeit in hoher Qualität als Ergebnis menschlichen Könnens und Wissens unterstreicht der Architekt Adolf Loos. Adolf Loos, 1870 in Brünn geboren, 1933 in Wien-Kalksburg gestorben. Adolf Loos unterstreicht in seinem Nachruf auf den Sesseltischler Josef Feilich diese Gesichtspunkte, wenn er schreibt, Zitat: Dir, du toter Meister, sage ich meinen Dank. Wir hatten beide Glück, dass sich unsere Lebenswege trafen. Ohne mich wärst du verhungert, ohne dich hätte ich keine Sessel erhalten oder nur zu einem Preise, den ich meinen Kundschaft nicht hätte zumuten können. Sie hätten das Dreifache deiner Erzeugnisse gekostet. Deine Bedürfnislosigkeit, du toter Meister, hat diese Sessel ermöglicht. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund dieses Zitats lassen Sie mich einen kurzen, jedoch prinzipiellen Blick auf die Bedeutung der Worte Handwerk und Restaurierung richten. Bereits vor Jahrtausenden benötigte man für die Herstellung von Steinklingen wie auch anderen Werkzeugen die Kenntnis über geeignete Steinvarietäten und deren Fundstellen wie auch Handfertigkeit und Wissen, um das gewünschte Produkt durch Spalt- und Schleifvorgänge zu halten. Beim Anblick der Türe aus der Holgerner Kultur, die zwischen 3175 und 3157 vor Christus entstand und in Zürich gefunden wurde, staunen wir genauso wie wenn wir die Werke aus Hochkulturen betrachten. Handwerker und damit das Handwerk gibt es also seit Menschen durch Werkzeuge Materialien bearbeitet haben. Vertiefte Materialkenntnis ist Voraussetzung für qualitätvolle Handarbeit. Dies kommt auch in dem bereits zitierten Nachruf von Adolf Loos auf den alten Feilich zum Ausdruck. Nochmals Zitat: Wie war das Holz für jede Form des Sessels ausgesucht? Die Bretter vom unteren Teil des Stammes bildeten die Rückfüße und die Jahresringe mussten sich genau der geschweiften Form anpassen. Wenn wir nun jetzt uns über das Handwerk ausgetauscht haben, so kommen wir nun zum theoretischen Teil. Wir müssen nachdenken
über die Gefährdungen von Baudenkmälern. Und hier gibt es zwei Gruppen. Das eine, was ich sozusagen als sehr unmittelbar betrachten und sehe, und das andere, das sind Dinge, die sehr stark mit dem Menschen zusammenhängen. Die Alterung, Ermüdung und Verwitterung von Materialien, Funktionsverlust von Bauten, Veränderungen mit unerprobte Bautechnik und Materialien und Zerstörungen durch Krieg, Revolution oder Terroranschläge sind uns ja im Alltag durchaus bewusst. Wir haben aber auch eine zweite Gruppe, die Max Dvorak, der ehemals Generalkonservator des Denkmalamtes in Wien war, genannt hat. Der nennt Unwissenheit und Indolenz, Habsucht und Betrug, missverstandene Fortschrittsideen und Forderungen der Gegenwart und die Verschönerungs- und Neuerungssucht als Gefährdungen. Demgegenüber müssen wir überlegen, was macht uns das Denkmal wertvoll? Also welche Werte sehen wir im Denkmal? Und zwar, wir haben grundsätzlich drei verschiedene Typen, Denkmalklassen. Das sind die gewollten, die historischen und die Altersdenkmale. Alois Riegel, der also diese Kategorien aufgestellt hat, war vor Dvorak, einige Jahre vor Dvorak, Generalkonservator der Zentralkommission. Aber worum geht es? Es geht um die zeitgebundene Materialität der Denkmale, die Authentizität bis ins Detail. Riegel nennt den Alterswert, also der Wert, der spricht uns alle an. Der historische Wert, der illustriert eine Entwicklungskette. Er setzt aber die Geschichte, die Kenntnis der Geschichte voraus. Der gewollte Erinnerungswert, das sind die Denkmäler, die wir im Allgemeinen auch als Denkmäler ansehen, die für eine gewisse Person oder ein gewisses Ereignis erinnern. Dann gibt es den reinen Kunstwerkwert, das ist der Wert aus künstlerischer Sicht. Der Gebrauchswert leuchtet uns ein, wenn wir ein Gebäude haben, es muss gebraucht werden. Und es gibt den Neuheitswert, das ist der Wert, der sozusagen das Perfekte schätzt. Die zentrale Frage nun in Verbindung zur Theorie, zwischen Theorie und Praxis lautet, wie werden ideelle Denkmalwerte in die Praxis umgesetzt? Und welche Mechanismen gibt es dazu? Und mir scheint, dass wir dazu eben drei verschiedene Wege, Methoden kennen. Das eine ist eine an der Tradition orientierte Handlungsweise. Dann das zweite durch chemisch-technische Eingriffe bestimmte Handlungsweise. Wenn ich einmal vielleicht sagen darf, das ist vielleicht etwas sehr Modernes, hängt mit unserem technischen wissenschaftlichen Zeitalter zusammen. Oder die physikalisch-technische Eingriffe. Das entscheidende Kriterium ist ja doch immer wieder der Umgang mit dem Detail. Der Umgang mit dem Material, die Handhabung des Materials, verbindet also Kunst und Handwerk. Dies gilt sowohl für den Handwerker wie auch für den Konservator bzw. Restaurator. Der Umgang mit Material verbindet diese Berufsbilder. Wobei einzuschränken ist, dass sich die Schaffensvorgänge bei Künstlern immer wieder verändert haben. Dass die Zeitmoden hier ihren Ausdruck gefunden haben. Wir müssen stets auch unterscheiden nach dem Verhältnis von Eigenarbeit und Werkstattarbeit bei der Materialbearbeitung. Im 19. und bis ins frühe 20. Jahrhundert war es beispielsweise in der Bildhauerei wohl auch üblich, dass der Künstler ein kleines Modell anfertigte, das dann vom ausführenden Steinmetzen mit Hilfe der Punktiermethode aus dem Stein
herausgearbeitet wurde. Der Künstler legte dann noch letzte Hand an, also er machte den letzten Schliff. Die persönliche Arbeit am Material wurde im späten 19. Jahrhundert in der Bildhauerei wieder üblich oder sozusagen wurde begonnen. Der Künstler arbeitete direkt im Material und sah das Material dann auch als Inspirationsquelle an. Professor Edmund Helmer, er war Professor für Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, formuliert die Ziele seines Bildhauereis, seiner Sicht zur Reorganisation des Bildhauereistudiums. Zitat: Die Bildhauerschule muss vor allem in eine Werkstatt umgewandelt werden. Der eintretende Schüler muss in erster Linie das Handwerk lernen, denn Kunst und Handwerk haben einen gemeinsamen Nährboden, die Technik. Zitat Ende. Wobei Technik hier meint Handwerkswissen, Wissen um die Beschaffenheit der Materialien, Wissen um die Arbeitsvorgänge. Nun, wenn wir nun in die Praxis blicken, und sehen wir uns an ein Bild, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien entstanden ist, wo ein Restaurator eine historische Wandmalerei freilegt. Das ist also entstanden infolge, diese Ruine ist entstanden infolge eines Bombenschadens. Aber wir sehen schon, der Restaurator geht eigentlich vor wie ein Maurer. Er hat auch einen Maurerhammer in der Hand. Hier müssen wir wieder unterscheiden, was ist das Ziel. Heute wird der Restaurator primär als Konservator gesehen. Der bemüht sich in erster Linie um die Erhaltung originaler Substanz. Wenn wir nun Konservierung und Restaurierung im Zusammenhang mit der Denkmalpflege als Wissensdisziplin sehen, werden wir rasch feststellen, dass Denkmalpflege im heutigen Sinn verglichen mit dem Handwerk eine junge Disziplin ist. Denn Denkmalschutz und Pflege im heutigen Sinn gibt es erst als Bestrebung seit gut 200 Jahren, genauer gesagt seit der Französischen Revolution. Natürlich gab es davor unterschiedliche Initiativen von gekrönten Häuptern, wozu auch der Papst zählt, die darauf geachtet haben oder versucht haben, darauf zu achten, dass gewisse Dinge nicht verschwinden. Die moderne Denkmalpflege wurde sehr stark dekretiert durch die Charta von Venedig 1964, die Kulturdenkmäler als geistige Botschaft der Vergangenheit und als lebendige Zeugnis von Tradition zu bewahren sucht und sie in dieser vollen Authentizität im ganzen Reichtum ihrer Erscheinung weiterzugeben bemüht ist. Nun kommen wir zu diesen drei grundsätzlichen Arbeitsweisen, die ich für die Restaurierung wie auch für Handwerk als typisch ansehe. Das ist einerseits die traditionelle Art, hier am Beispiel des Kalkmörtels, Kalk, ein uraltes Material, Kalk und Sand, durch geschickte Handarbeit, appliziert, angebracht, kann alles Mögliche. Dann haben wir die chemisch-technische Vorgangsweise, hier als Beispiel genannt, eine Injektage zur Stabilisierung von Fassadenquadern an der Universität, am Universitätsgebäude in Wien, war ein Versuch, man wollte sich also das Neuputzen der Quader ersparen. Die Front der Quader hatte sich etwas abgelöst vom dahinterliegenden Mauerwerk. Und als dritte Methode sehe ich also eine physikalisch-technische Vorgangsweise, die hier gezeigt wird, am Beispiel einer Sicherung beim Strandbad Gänsehäufel in Wien, wo der Stiegenlauf zusätzlich zu sichern ist, da also hier offensichtlich eine Schwachstelle wahrscheinlich von Bauseits, also seit dem Bau der Anlage eingebaut war. Das zentrale Thema
ist Authentizität. In der Konferenz von NARA 1994 wurde die Frage der Authentizität behandelt und als wesentlicher Aspekt der Denkmaleigenschaft postuliert, wobei sich Unterschiede bei europäischer und besonders fernöstlicher Sicht zeigten. Aus europäischer Sicht bildet Materialidentität einen wesentlichen Teil von Authentizität. Meiner Beobachtung nach bildet der Umgang mit altem Material einen wesentlichen Konfliktbereich zwischen den Sichtweisen von Handwerk und Denkmalpflege. Dieser Konflikt wird in vielen Fällen nicht offen ausgesprochen. Er verbleibt in einer Grauzone. Darüber hinaus werden in der theoretischen Diskussion oft die historischen Werte und der Alterswert gegenüber dem Gebrauchswert bevorzugt. Die Lebensqualität und Lebensrealität ist oft konträr dazu. In den Medien lesen wir und hören wir immer wieder von Baudenkmalen, in die neuem Glanz erstrahlen. Wenn also bei Festakten, bei anlässlich Wiedereröffnungen von generalsanierten Gebäuden berichtet wird, wobei sich auch die Vertreter der Denkmalpflege unter diesen Zuhörern und zum Teil auch unter den Rednern finden. Die Differenz zwischen Handwerkern und Künstlern und Restauratoren ist auf dem Gebiet der Denkmalpflege nach wie vor spürbar in den Berufsbildern. Hier bestehen allerdings Unterschiede in den einzelnen Staaten. Zum Beispiel gibt es in Deutschland das Berufsbild des Restaurators im Handwerk. Aber wir müssen uns klar sein, es gibt Ausnahmeerscheinungen in jedem Fach. Es gibt Menschen, die nicht nur ein Handwerk erlernt haben, sondern ihren Ideenreichtum auch kreativ einzusetzen in der Lage sind. Ich habe exzellente Handwerker mit großem Wissen und spezifischen Fähigkeiten kennengelernt, die von den offiziellen Stellen nicht akzeptiert werden, auch wenn diese nach erlerntem Handwerk sich akademisch weitergebildet haben. Nun zu einigen Beispielen aus der Praxis. Wiederaufbau, Heilung nach kriegerischen Ereignissen, Revolution oder Terroranschlägen. Das Beispiel der Wiener Staatsoper wurde im Zweiten Weltkrieg sehr stark beschädigt. Sie sehen, in der Front sind die Arkaden teilweise noch zugemauert. Das hat man gemacht, um die Schwindfresken, die dahinter sind, zu schützen. Dennoch hat das Gebäude schwerste Schäden erlitten und man musste einiges erneuert werden oder sehr viel erneuert werden, ausgetauscht werden, repariert werden, restauriert werden, erhalten werden. Das Bild zeigt Ihnen ein Fassadenmedaillon, das offensichtlich nach dem Zweiten Weltkrieg neu angefertigt worden ist. Man erkennt das an der Signatur. Barwig der Jüngere war ein Bildhauer, der bis hoch ins 20. Jahrhundert tätig war. Das nächste Bild zeigt Ihnen einen der erhaltenen Räume in der Wiener Staatsoper im Original. Es ist der sogenannte Teesalon, das war der Empfangsraum für den Kaiser, oder der Kaiser hat hier seine Gäste empfangen. Dieser Raum wurde im Original erhalten. Und im Gespräch mit Professor Boltenstern, der als Architekt die Wiederaufbauarbeiten geleistet hat, kam heraus, dass er sich bereits 1945 bis 1955, also während des Wiederaufbaus der Oper, sehr schwer getan hat, die entsprechenden Handwerker zu finden, die den von der Oper, vom Gebäude her vorgegebenen Qualitätsmaßstab auch genügen konnten. Die weiteren zwei Beispiele sind aus dem ehemaligen östlichen Teil Deutschlands, haben zu tun mit zwei Schlössern, die also neu nach zum Teil Zerstörungen, zum Teil Verwahrlosung, wurden diese Schlösser wieder instand gesetzt, wie man so sagen dürfte, gebrauchsfertig gemacht. Und Sie sehen, dass hier sehr viel einfach von den Wandbespannungen, von Textilien wirklich erneuert werden mussten.
aber eben mit größter Rücksicht auf den Originalbestand, aber der Alterswert hier letztendlich verloren gegangen ist. Unsere nächste Fragestellung lautet dann, wie gehen wir um mit Alterung, Ermüdung und Verwitterung von Materialien? Und hier darf ich Ihnen zeigen ein Schadensbild, das also in einem Sarkophag in der Wiener Kapuzinergruft aufgetreten ist. Wiener Kapuzinergruft ist im Prinzip ein Kellerraum mit den Eigenarten oder mit dem Raumklima von Kellerräumen, feucht, wechselnde Temperaturverhältnisse, die Oberfläche dieses Sarkophags aus dem 18. Jahrhundert, dem späten 18. Jahrhundert, hat schwer gelitten und wurde dann mit modernen Mitteln chemischer Art, also sprich Kitte, modernster Zusammensetzung, die es also für Reversibilität bürgen, ausgebessert. Und man sieht im Vergleich von oben nach unten, dass die Ästhetik dieses qualitätvollen Werkes sehr stark wieder gewonnen hat. Ein weiteres Beispiel zeigt den Einfluss der Verwitterung und auch der Bodenfeuchtigkeit. Es geht hier um das Strandbad Gänsehäufel, ein Schlüsselwerk der modernen Architektur in Wien, entstanden 1948 bis 1950. Es war das ein Bauwerk, das fertiggestellt worden ist zu einer Zeit, wo Stephansdom noch eine Ruine war. Und man wollte betont der Bevölkerung einen Ort der Ruhe, einen Ort der Rekreation bieten. Es zeigt Ihnen das zeitgenössische Foto, die Idee, die dahinter ist. Weg aus dem bombengeschädigten Wien hin in eine ruhige, ideale Welt. Die Bauwerke sind in Sichtbeton errichtet, ist in Entsprechung zum feuchten Auklima dort das ideale Material. Und es ging den Architekten darum, diesen Beton so organisch wie möglich erscheinen zu lassen und die Holzoberfläche der Schalung bildet sich in der Oberfläche des Sichtbetons ab und es war jetzt im Zuge einer Generalinstandsetzung mit größter Vorsicht vorzugehen, um diese Strukturen nicht zu beschädigen. Und wenn ich nochmals zurückgehen darf, die vor uns liegende der Säule ist gereinigt worden, hat ihre Oberfläche trotz Reinigung eben erhalten können. Bedeutet größte Vorsicht bei der Reinigung. Wir sehen ein gravierendes Schadensbild, aufsteigende Feuchtigkeit mit Frost, Sprengung, Alterung von Beton in Verbindung. Es muss sozusagen freigelegt werden und eben nicht durch einen Baumeister, sondern in dem Fall durch einen Bildhauer behandelt werden, der also diesen Pfeiler instand gesetzt hat, mit dem Qualitätsanspruch, dem Original möglichst nahe zu bleiben. Wenn wir nun ein weiteres Beispiel anschauen, so sehen wir wieder Schäden, die durch Alterung, Ermüdung und Verwitterung entstehen, und in Verbindung mit einer unerprobten Bautechnik und unpassendem Material. Es handelt sich um ein Gebäude von Otto Wagner, für das er für sich selber gebaut hat, am Wiener Schottenring. Das Bild zeigt Ihnen den Zustand nach der Fertigstellung der Fassade. Es handelt sich hier um eine Sgraffito-Fassade. Das Schwarz-Weiß-Muster ist eine Sgraffito und das übrige Fassadendekor ist aus Gussmaterialien. Und Sie sehen am Befund, an der Befundaufnahme, dass über diesem Putzelement wurde
vor relativ kurzer Zeit, also vor eineinhalb Jahrzehnten, ein modernes Farbsystem aufgebracht, das sich aufschüsselt, reißt und, was noch tragisch ist, den darunterliegenden Putz in großen Teilen absticken ließ. Es musste nun, hier nochmals ein Schadensbild, Sie sehen die Gussteile, die stark färbigen, die haben also wenig Schaden genommen, aber der Putz hat Schaden genommen. Es musste übergegangen werden, den originalen Putz, soweit es geht, erhalten, aber mit neuem Putz drüber zu gehen, um den alten zu schonen und die alte Fassadentechnik des Graffito wieder zur Gänze aufzubringen. Und das ist also, das ist gelungen. Ist jetzt das Haus, steht seit 20 Jahren unbeschadet da. Der Handwerker in diesem Sinn, in diesem Fall, war Magister Hollenbuchner, ein gelernter Bildhauer, der von seinem Vater, der auch Bildhauer war, diese alten Techniken alle gelernt hat und das eins zu eins in Verbindung mit Unterstützung von einem gelernten Maurer unterbringen oder realisieren konnte. Wenn wir nun zu einem letzten Beispiel übergehen, haben wir die Schäden durch Alterung, Verwitterung von Materialien, Funktionsänderung, Zerstörung durch Krieg, missverstandene Fortschrittsideen und Forderungen der Gegenwart. Das Beispiel, das ich wähle, ist das Hauptwerk von Adolf Loos, das 1909 bis 11 entstandene Geschäfts- und Wohnhaus Goldmann und Salatsch am Wiener Michaelerplatz, das über die Jahrzehnte eben durch verschiedene Einwirkungen schwer gelitten hat. In den späten 1980er Jahren konnte eine Generalsanierung passieren und Sie sehen am nächsten Foto, man hat also Steintafeln abgenommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ersatzweise hinaufgekommen sind. Sie sehen das darunterliegende Mauerwerk und Sie sehen, wie diese Steintafel sozusagen ausschauen muss. Der leitende Architekt Dr. Burkhard Ruckschow ist ein ausgewiesener Loos-Experte und hat keine Mühe gescheut, hier dem Original zu entsprechen und hat den Steinbruch gefunden, von dem Loos seinerzeit das Material bezogen hat. Er liegt auf der Insel Euböa vor Athen und Ruckschow und der ihn begleitende Geologe fanden noch einen Steinblock, der Steinbruch ist nicht mehr in Betrieb, aber fanden noch einen Steinbruch, einen zurückgebliebenen, und konnten den erwerben und der wurde aufgeschnitten und wurde hier eingesetzt. Das Bild zeigt Ihnen die Arbeiten am Portal und wir haben im Vordergrund als Silhouette Dr. Ruckschow abgebildet. Nun, nach diesen Beispielen darf ich zusammenfassen. Der erkannte Wert an einem Bauwerk zeigt sich sehr stark im Umgang mit dem Detail. John Ruskin, einer der Vorkämpfer für die gegenwärtige, auf dem Prinzip der Konservierung aufbauende Denkmalpflege im 19. Jahrhundert, unterstreicht das für die hohe Qualität entscheidende Bemühen. Zitat: Größe des Geistes zeigt man nicht, indem man kleine Dinge nebenher behandelt, sondern indem man sie unter seiner Hand groß macht. Wer sich nicht für Kleinigkeiten interessiert, wird ein falsches Interesse für größere Dinge hegen. Zitat Ende. Die Praxis der Denkmalpflege als Erhaltung historisch, künstlerisch oder kulturell bedeutenden baulichen Erbes und Naturerbes bis hin zu ganzen Landschaften durch Sicherung, Erhaltung und Pflege verlangt nach Anwendung von zweckmäßigen Methoden, welche auf handwerklichen, technischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und Kenntnissen aufbauen. Hier ist ein umfassendes Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Handwerk, von Konservatoren, Restauratoren und in Bezugnahme auf die aktuellen Planungsmethoden wichtig und unverzichtbar.
Erst die Analyse von Bauphasen, Materialien, Konstruktionen und so weiter erschließt uns das bessere Verständnis der Geschichte des jeweiligen Denkmals. Damit bildet dieser Wissenskomplex eine zwingende Voraussetzung für die Beurteilung von Erhaltungsarbeiten, Reparaturvorhaben, Konzepten für Nutzungsänderungen oder bauliche Zufügungen. Nun, wie können die Ergebnisse von Grundlagenforschung an einzelnen Objekten mit der Bedeutung von historischen Elementen für die Kultur der Gegenwart verbunden werden? Die Zusammenhänge müssen formuliert und in einem zusammenfassenden Bericht dargestellt werden. In den USA hat sich die Methode des sogenannten Historic Structure Report durchgesetzt und bewährt. Das Ziel muss immer sein, bei aller Transformation die geschichtliche Aussagekraft, die Unmittelbarkeit und also die Authentizität des jeweiligen Objekts in seiner Umgebung zu erhalten. Und für jeden Arbeiter, für jedes Bemühen gilt, die Sorge um die Erhaltung der Baudenkmäler in authentischer Gestalt und Materialität bedarf des gedeihlichen Zusammenwirkens aller Kräfte. Wir brauchen historische, materialtechnische, technische, handwerkliche, konservierungswissenschaftliche und handwerkliche Grundlagen, die mit viel Liebe und Intelligenz der Hand bei der Realisierung von Maßnahmen eingesetzt werden müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.